Josh, willkommen zu einem neuen Video. Hier ist erstmal der neue Shop. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten im Shop bei Unterstütze einen Creator meinen Creator-Code eintragen würdet. ArianFN. Dann annehmen. Steht er hier. Aber der wird immer nach 14 Tagen entfernt. Also ja, falls ihr mich eintragt, schaut immer mal nach, ob der noch da steht. Und ja, dann spiele ich jetzt einfach ein bisschen chillig solo. Und los geht's. So, ich lande mal hier direkt in Pleasant. Hier kommen auf jeden Fall ein paar mit. Übrigens hier mit dem neuen Lava-Bundle-Skin. Finde ich auf jeden Fall richtig geil. Ja, jetzt hätte ich halt einfach schon 174 Leben. Und das alles einfach nur wegen dem letzten Update. So, da vorne sind erstmal noch Gegner. Ah, geil. Also, ich werde in diesem Video auf jeden Fall ein bisschen über das letzte Update reden. Vor 4 oder 3 Tagen. Und zwar das mit dem Leben pro Kill und Metz pro Kill. Das Spiel war einfach so perfekt, als man Metz und Leben pro Kill bekommen hat. Aber jetzt, ich habe 3 Kills gemacht, habe 21 Metz und ich hätte jetzt eigentlich 200 Leben. Ja, ich habe keine Metz mehr. Ja, die hatten auch keine Metz. Niemand hat Metz. Einfach nur wegen dem letzten Update. Also ich verstehe einfach nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Und was denkt der sich? Was? Alter, habe ich mich erschreckt. So, 2 Medikits oder 3 Minis? Ja, komm, Minis sind wichtiger. Ja, schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung zum letzten Update in die Kommentare, wie ihr es findet. Als es rauskam mit Metz pro Kill und Leben pro Kill, hatte einfach jeder wieder so viel Spaß am Spiel. Ich verstehe es einfach nicht. So. Und vielleicht tiltet. Ah. Aha. Ich habe die so abgestaubt, vor allem den einen. So, dann die Giftfalle lege ich erstmal weg. Weil ich bin ein bisschen verwirrt, wenn ich normale Fallen habe. Jump Hit, Lagerfeuer und dann noch die Giftfalle. So, ist hier noch irgendwas Nützliches? Oh, ich weiß nicht, P90 oder raue MP? Oh, Gegner. Hä? Ah, der hat sich die Lava-Tarnung gegönnt. Was? Also, wenn der mich jetzt geholt... Der wäre schlecht. Alter. Ich habe auch so scheiße gespielt. So. Oh. Warum ist der hier runtergesprungen? So, ich hoffe einfach, ich werde nicht gesniped. Nice.
Ah, da liegen noch meine Medikits von vorhin. Perfekt. Boah, aber der Skin sieht schon echt geil aus. Mit dem ganzen Feuer. So, und wo sind jetzt Gegner? Wahrscheinlich ja vorne auf dem Berg. Aha. Hä? Ach so, der ist schon ausgestiegen. Alter, ich dachte, der holt mich noch. Wenn der mich geholt hätte. Noch drei Leute, ich habe zwei Lagerfeuer noch. Diese Tarnung ist auch so geil. Passt perfekt zum Skin. Okay, ich heile mich erstmal kurz. Und dann gehe ich auf den Berg hoch. Da, So, oh, die Zone ist aber woanders. Ach komm, ich geh trotzdem hoch. Oh, einer wurde gesniped. Hä? Was hatte der vor? Oh, nur noch ein 1v1. Ein Gegner. Der hat hier, glaube ich, irgendwo gesniped. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist er? Seit wann ist das denn hier da? Ah, der ist da oben mit seiner Kugel. Gute Runde auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, wie gesagt, schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung zum letzten Update in die Kommentare. Wie ihr das findet mit dem Leben pro Kill und Metz pro Kill, dass das jetzt einfach weg ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.